Was ist das Anthropozän? Der Mensch erscheint im Holozän, hat Max Frisch einmal in den 70er Jahren eine seiner Novellen betitelt und damit jene geowissenschaftliche Epoche, das Holozän, bezeichnet, in dem wir heute leben. Der Begriff Holozän, ebenso wie Anthropozän, kommt aus dem Griechischen und meint die neue, neueste Zeit, das neue, neueste. Und Sie sehen schon daran, das ist die Epoche, in der wir heute leben. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, seit etwa 11.000 Jahren, seit der neolithischen Revolution, also dem Umbruch, zu dem der Mensch sesshaft geworden ist, Ackerbau erstmals in größerem Stil betrieben hat, Pflanzen gezüchtet hat, aber auch Tiere gezüchtet hat, eben Haustiere geschaffen hat und einen sehr viel erweiterten Pool von Werkzeugen benutzt hat. Seit dieser neolithischen Revolution leben wir im Holozän, was die neueste neue Zeit ist. Und daran sehen Sie schon, wie schwer sich die Geowissenschaftler tun, nochmal ein neues Zeitalter einzuläuten, wenn wir doch schon in der neuesten neuen Zeit leben. Und ich werde Ihnen ganz kurz die Geschichte erzählen, wie es zu diesem Begriff gekommen ist des Anthropozäns. Da ranken sich letztendlich schon so ein paar Legenden darum. Und geboren wurde das Ganze zunächst mal ganz manifest geworden im Jahr 2000, als auf einer Veranstaltung des International Geosphere Biosphere Programms, also der großen weltweiten Organisation, die sich sowohl um die Geosphäre als auch um die Biosphäre dreht und sich kümmert, als auf dieser Konferenz in Mexiko, in Cancun, der Nobelpreisträger Paul Crutzen, den Sie hier sehen, Atmosphärenphysiker und Ihnen vielleicht bekannt als der Entdecker des Ozonlochs, und dem wir es zu verdanken haben, dass das Ozonloch jetzt allmählich sich schließt und bis zum Jahr 2050 voraussichtlich dann auch wieder ganz geschlossen wurde. Als Paul Crutzen in seiner spontanen Art und auch impulsiven Art in der Debatte darüber, wie wir Menschen denen in die Geowissenschaften eingegriffen hat, gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck gebracht hat, das Holozän, das reicht nicht mehr aus, um die Eingriffstiefe des Menschen zu erfassen, und ganz spontan dann We Living in the Anthropocene geprägt hat. Und seither ist dieser Begriff des Anthropozäns buchstäblich in der Welt und hat zunächst mal in den Geowissenschaften dann auch für Debatten gesorgt. Und Sie sehen es daran, was hier auch formuliert ist, zum ersten Mal veröffentlicht, dann eben in einem Newsletter dieses International Geosphere Biosphere Programms. Und seither ist der Begriff in vielerlei Munde, aber vor allen Dingen zunächst mal in den geowissenschaftlichen Debatten hat er seinen Einzug gehalten, als tatsächlich Idee, ein neues geowissenschaftliches Zeitalter auszurufen, und dass das Holozän ablöst. Und wann es dieses Holozän ablösen soll, wann der Beginn dieses neuen Zeitalters ist, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber es gab natürlich auch schon Vordenker, Vorläufer, die in ähnlicher Weise über die Eindringentiefe des Menschen nachgedacht haben. Ich habe hier so eine kleine Genealogie der Vordenker des Anthropozäns aufmarschieren lassen. Ich will sie gar nicht alle erwähnen, Sie können sie nachlesen. Ich will es nur noch erweitern um einen Namen. Max Frisch habe ich ja schon genannt in den 70er Jahren, der mit seiner Novelle über das Holozän auch darüber nachgedacht hat. Aber dann vor allen Dingen in den 1980er Jahren auch Hubert Markel, damals der Biologe, sehr bekannte Biologe und vor Ihnen vielleicht aber vor allen Dingen bekannt als damaliger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der damit der Chef, wenn Sie so wollen, von Paul Crutzen, der damals Direktor war des Max-Planck-Instituts für Chemie. Präsident Markel hat damals von einem Anthropozäikum gesprochen, also tatsächlich in ähnlicher Weise, wie Paul Crutzen es vorgeschlagen hat. Und Sie sehen daran, es gibt eine längere Vorgeschichte dieser Debatte, aber richtig eingeschlagen hat der Begriff dann eben 2000 und in den folgenden Jahren, und zwar dann auch so weit, dass die Geowissenschaftler eine wirkliche Fachdebatte gestartet haben. Und Sie sehen hier drei Epochenvorschläge, drei Vorschläge.
wo denn dieses Anthropozän beginnen könnte. Der erste Vorschlag, der, wenn Sie wollen, in den Fachdebatten jetzt auch schon weitestgehend wieder obsolet ist, würde zusammenfallen mit dem Holozän, also mit der neolithischen Revolution vor etwa 11.000 Jahren, bei der sich die Eindringtiefe des Menschen erstmals in größerem Maße schon gezeigt hat und bis heute mit unseren, oder gerade heute auch mit unseren modernen Messapparaten, sich massiv auch nachweisen lässt. Ein zweiter Marker, der sehr viel prominenter gehandelt wird, ist die industrielle Revolution vor etwa 200, wenn Sie wollen, in Großbritannien vielleicht seit 250 Jahren, als der Mensch begonnen hat, durch den massiven Einsatz von Technik die Welt zu transformieren. Und wir sehen das heute beispielsweise, dass also um 1780 herum war ein ganz anderer Kohlenstoff-Eintrag des Menschen, als dann 50 Jahre später, der massiv angestiegen ist, als Ergebnis der Industrialisierung. Daran sehen Sie schon, dass es ganz massive Auswirkungen gibt, die wir heute messen können und die die Geowissenschaftler interessieren, weil die wollen harte Fakten sehen, wollen Beweiskraft sehen, inwieweit der Mensch tatsächlich seine Eingriffstiefe in die Erde so weit transportiert hat, dass wir das heute sehen können, messen können, in einer eigenen geowissenschaftlichen Schicht sozusagen sich das abbildet. Und der dritte Marker, die dritte Alternative ist die Debatte um die sogenannte große Beschleunigung Anfang der 1950er Jahre, als im Grunde alle Wachstumskurven nach oben gehen, nicht nur die Erdölförderung, nicht nur der Anstieg des CO2 in der Erdatmosphäre, sondern auch andere Parameter, die man hier anlegt und an denen man sehen kann, wie sich unsere Welt verändert, nämlich zum Beispiel das Anwachsen der Zahl der McDonald's-Restaurants auf der Welt. Die geht in genau der gleichen exponentiellen Kurve nach oben wie all die anderen jetzt eher auf die Ressourcen der Erde bezogenen Kräfte. Aber alles beschleunigt sich in dieser Phase um 1950 herum auf exponentielle Weise. Und das ist natürlich ein starkes Indiz dafür, dass hier eine neue Epoche einsetzt, die Epoche des weltweiten Konsums, der Globalisierung und der intensiven Ressourcennutzung. Und die Geowissenschaftler sind vor allen Dingen daran interessiert, einen ganz spezifischen Marker, einen Golden Spike, von dem Sie da reden, zu identifizieren. Und der lässt sich da ganz direkt ablesen, nämlich mit den Atombombenexplosionen, mit Atombombenversuchen ab 1945 und in der Folge davon dem massiven Ausbringen von Radionukleiden in die Erdatmosphäre. Da können wir, haben wir den Nachweis, da sehen wir die Eindringtiefe des Menschen in die Erde, können es genau messen. Und da ist dieser Golden Spike, dann sind dann eben die Atombombenexplosion. Und seit 2008 gibt es jetzt nun dann auch einen ganz konkreten Prozess, wie das ablaufen soll, das Anthropozän zu definieren. Sie sehen, dass eine Working Group on the Anthropocene eingesetzt worden ist und den Vorsitzenden hier, Jan Salasiewicz, der vor knapp 14 Tagen auch unsere Ausstellung eröffnet hat mit seinem Fachvortrag, der ist mit seiner Truppe von Geowissenschaftlern, aber auch Kulturwissenschaftlern, die in der Working Group mitarbeiten, jetzt gehalten, die wissenschaftliche Evidenz dafür zu prüfen, gibt es genügend Hinweise für das Anthropozän, um es als neue Epoche auszurufen. Und er wird berichten an die Fachleute, die übergeordneten Fachleute für Schichtenkunde, für Stratigraphie. Sie sehen es hier, die International Commission on Stratigraphy. Und die wiederum muss dann das prüfen und berichten an die International Union of Geological Sciences. Beim letzten Mal, als die letzte Epoche definiert wurde, hat das 6 Jahrzehnte gedauert, bis die Geowissenschaftler sich einig geworden sind und den Konsens gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das diesmal schneller gehen wird. Wir hoffen alle, dass es schon schneller gehen wird. Wie immer das ausgehen wird, Sie sehen jedenfalls, die Debatte hat an Fahrt aufgenommen und wird ganz intensiv in den Naturwissenschaften diskutiert. Sie wird aber vor allen Dingen auch, und das ist jetzt für die Ausstellung wichtig, in vielen Disziplinen diskutiert, von der Juristerei, die darüber nachdenkt, welche Folgen das denn haben wird für unsere auch globale Regulierungspolitik, über die Theologen, die über ethische Dimensionen nachdenken, über Literaturwissenschaftler, die über Textevidenzen nachdenken, die Historiker,
bin Wissenschafts- und Technikhistoriker, die darüber nachdenken, was das denn für sie bedeutet, für ihre Periodisierungsmodelle und so weiter und so fort. Es gibt also eine ganze Fülle von Diskussionsforen, von Plattformen, die über dieses Anthropozän nachdenken. Wir hatten vor 4 Wochen in Berlin am Haus der Kulturen der Welt. Sie haben vielleicht, wenn Sie in Berlin waren, im Verlauf der letzten 2 Jahre das auch beobachten können, dass dieses Haus der Kulturen der Welt ganz Berlin zugepflastert hat mit dem Anthropozän und mit Debatten darüber. Haben wir am Haus der Kulturen der Welt und wir, das ist jetzt eine Gruppe von 30 internationalen Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, ein Curriculum erarbeitet, wie man denn künftig dieses Anthropozän lehren kann, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus. Und da sehen Sie, wie breit diese Diskussion inzwischen geworden ist und wie sie sozusagen den naturwissenschaftlichen Rahmen verlassen hat, um darüber nachzudenken, was hier formuliert ist. Vor allen Dingen auch das Verschwimmen der Grenzen zwischen Natur und Kultur. Sie erleben das überall, ob das jetzt in der Debatte um die Gentechnik ist und um Bionik ist, um synthetische Biologie, wie stark, und das haben wir ja hier in Wissenschaft für jedermann auch schon mehrfach in vielen Zusammenhängen diskutiert, wie stark hier die Grenzen zwischen Natur und Kultur, zwischen Umwelt und Gesellschaft, zwischen Mensch und Technik verschwimmen, wie auch das, was ich hier formuliert habe, das Ende der Eindeutigkeit erreicht ist. Wir diskutieren in vielerlei Hinsicht hier kontrovers und aus vielen Perspektiven heraus. Und ich glaube, das ist beim Anthropozän ganz besonders der Fall. Es gibt nicht nur eine Meinung dazu, es gibt nicht einen Standpunkt. Das sehen Sie schon allein an der Debatte darüber, wo es beginnt, wann es beginnt, was die großen Marker sein werden. Und drittens hier formuliert neue Formen und der Produktion und der Kommunikation von Wissen, die damit einhergeht. Ich glaube, wir brauchen im Anthropozän, oder da so viel besteht an Einigkeit bei all diesen Disziplinen, gerade auch in der Max-Planck-Gesellschaft, wir brauchen einen anderen Modus der Wissensproduktion, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Gemeint ist damit, Sie haben das auch schon gehört, vielleicht von Citizen Science-Ship, dass die Bürgergesellschaft teilhat an der, was wir heute Abend auch tun, was wir einüben an der Diskussion über wissenschaftliche Fragen, aber auch an der Definition dessen, was Wissenschaft denn tun soll. Open Access, wir müssen viel mehr das, was wir tun, was wir publizieren, öffentlich zugänglich machen, aus dem proprietären Wissen herausholen, in das öffentliche Wissen hinein und alles, was damit verbunden ist. Diesen neuen Modus der Wissensproduktion, darum geht es vor allen Dingen. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den ich ganz kurz erwähnen wollte, sozusagen die Forschungsbasiertheit dieses Anthropozäns, jetzt hier im Deutschen Museum, die Ausstellung auch, und Sabine Buchtschig hat es erwähnt, das Rachel Carson Center als der Impulsgeber auch dieser Ausstellung, ein Institut for Advanced Studies, haben so ein bisschen gelacht, ist ebenso, ist ein Programm zur Internationalisierung der Geisteswissenschaften vom BMBF, Bundesforschungsministerium, so gefördert, und dann müssen wir eben auch sozusagen die internationale Sprache der Wissenschaft hier bedienen, deswegen gibt es Research Associates und gibt es Research Assistants und Fellows und so weiter, was halt bei einem solchen internationalen Center der Fall ist. Da hat so ein bisschen die Diskussion begonnen, gestartet. Wir haben das auch mit unseren Fellows aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt diskutiert, was das denn bedeuten könnte, wie wir auch unsere westliche Sichtweise ist ein guter Begriff, aber Weise ist gemeint, hier verändern müssen, um tatsächlich die globalen Dimensionen des Anthropozäns einzuführen und zu berücksichtigen, weg von unserer westlichen Denkweise, die stark geprägt ist von unseren Sichtweisen des globalen Nordens, mehr auch globale Perspektiven des globalen Südens einzubringen. Und wir werden das gleich sehen dann beim Gang durch der Ausstellung, wo uns das gelungen ist und wo es uns vielleicht noch nicht so sehr gelungen ist, weil wir natürlich nach wie vor in unserer westlichen Welt denken, gefangen sind und gar nicht so einfach ist, da rauszukommen. Also der Impuls, der aus dieser Debatte am Rachel Carson Center, wo es um Umwelt und Gesellschaft ging, begonnen hat, den wir aber dann im Deutschen Museum sehr gerne aufgefangen haben. Sie wissen vielleicht, das Deutsche Museum ist eben auch ein Forschungsmuseum mit vielerlei Verknüpfungen zu den Universitäten, mit den Lehrstühlen für Wissenschaftstechnik, Medizingeschichte, aber auch für Museologie, für Nanoforschung, die wir hier im Deutschen Museum haben und die uns
immer wieder auch in vielerlei Hinsicht in aktuelle Forschungsdebatten hineinbringen. Und insofern sind im Grunde die Ausstellungen, die wir jetzt hier und insbesondere auch die Sonderausstellung, die wir hier tun, immer auch forschungsbasiert und dienen dazu, neue Forschungsergebnisse zu vermitteln, aber auch aus der Beschäftigung mit Ausstellungen heraus, ich komme damit an meinen sozusagen Schlusswort noch mal zu sprechen, neue Forschungsprojekte zu generieren. Von daher spreche ich dann immer von der Forschung und Ausstellung als einer solchen epistemischen Spirale. Ausstellungen im Deutschen Museum sind forschungsbasiert und über der Arbeit an solchen Ausstellungen resultieren oder kommen dann wieder Impulse für weiterführende Forschungsprojekte. Und die sollen uns auch sozusagen so erkenntnistheoretisch weiter nach oben führen. Deswegen dieser Begriff der epistemischen Spirale. Gut, nun aber dann jetzt durch zum Gang durch die Ausstellung, und das wird meine Kollegin Nina Möllers tun, die, wie gesagt, vor allen Dingen diese Ausstellung zu verantworten hat. Und sie wird sie wieder willkommen heißen im Anthropozän. Ganz kurz möchte ich dazu vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Frage beantworten, warum macht das Deutsche Museum eine Ausstellung tatsächlich zum Anthropozän? Wir haben jetzt schon gehört, dass es ein sehr spannendes Thema ist, und dass Sie alle heute hier sind, zeigt ja auch, dass Sie sich sehr dafür interessieren. Warum aber eine Ausstellung, kann man schon noch mal fragen, und das haben wir uns natürlich am Anfang auch gefragt, macht das eigentlich einen Sinn? Man kann auch ein Buch schreiben, man kann einen Film machen, man kann andere Projekte machen, wie dieses Comic-Projekt, was wir dann noch zusätzlich dazu geplant haben. Also die Fragestellung, was kann man eigentlich in einer Ausstellung mit so einem Thema anfangen, ist, glaube ich, schon eine berechtigte. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass das sehr interessant wäre, es tatsächlich in einer Ausstellung zu verhandeln, aus mehreren Gründen eigentlich. Einmal, weil das Anthropozän ein sehr interdisziplinäres Thema ist und die Technik und die Naturwissenschaften, die wir im Deutschen Museum behandeln, auch immer sehr interdisziplinär gedacht werden. Auch in unseren Dauerausstellungen, wenn wir auch sehr objektzentriert arbeiten, geht es uns ja durchaus auch immer darum, und wird es vor allen Dingen auch in der Zukunft im Deutschen Museum sehr darum gehen, sich darüber Gedanken zu machen, was sind die kulturellen, die sozialen, auch die ökonomischen Bedingungen, Konsequenzen von Technik. Und das Anthropozän bietet sich als Thema da natürlich besonders an. Ein zweiter Punkt, auch das wird Sie nicht sehr überraschen. Wir sind ein Museum mit einem historischen Kern, beschäftigen uns aber auch schon sehr lange nicht nur mit der Vergangenheit, in Anführungsstrichen nur, die bleibt natürlich sehr wichtig, aber eben auch mit gegenwärtigen Perspektiven auf Technik und sogar zukünftigen Perspektiven und Ideen, wie wir mit Technik umgehen möchten, was für eine Form von Technik wir eigentlich verwenden möchten. Und das ist ein sehr anthropozänes Thema. Wenn es dann später darum geht, werden Sie sehen, verschiedene Phänomene im Anthropozän, auch durchaus natürlich problematischer Art, wie wir bereits in die Erdsysteme eingegriffen haben, zu lösen und sich da die Frage zu stellen, was ist der gegenwärtige Stand von Technik, was möchten wir zukünftig entwickeln, um vielleicht auch diese Phänomene anzugehen. Das ist sehr anthropozän und ist deshalb auch ein Kernpunkt in der Ausstellung. Und der dritte Punkt, der uns an dem Thema Anthropozän sehr gereizt hat, ist tatsächlich, dass es sich anbietet, mal über die Ambivalenz von Technik nachzudenken. Also Technik als etwas Menschengeschaffenes, was natürlich immer die Fragestellung auch beinhaltet, habe ich jetzt schon mehrfach auch angedeutet, wie gehen wir mit Technik um, welche Form von Technik wünschen wir uns, was ist für uns tolerierbar, was möchten wir vielleicht nicht, also Stichwörter wie Gentechnik und andere Dinge, da haben wir ja schon sehr kontroverse Debatten. Und beim Anthropozän ist eigentlich Technik immer sehr ambivalent zu denken. Einmal als Auslöser oder zumindest als Wegbereiter ins Anthropozän hinein. Und auf der anderen Seite definitiv auch zukünftig immer ein Teil von möglichen Lösungen. Also diese Ambivalenz von Technik steckt drin. Und das ist natürlich für ein Haus wie das Deutsche Museum und ich denke auch für die gesamte Gesellschaft, unsere Besucher und Besucherinnen, sehr interessant. Und als letzten Punkt vielleicht, auch das wurde angesprochen, es ist ganz offen, es ist noch nicht abgeschlossen, wir sind erst in der Diskussion, sowohl was das Anthropozän bedeutet als geologische Epoche, aber auch sozusagen als neue Idee, wie wir uns Menschen und unsere Rolle auf der Erde definieren. Und so haben wir auch unsere Ausstellung gestaltet. Es ist eine sehr offene
Ausstellung, die wirklich nicht unbedingt zum Ziel hat, fertige Lösungen zu präsentieren, weil wir auch die in den meisten Fällen noch gar nicht kennen können, sondern wirklich eine Plattform, wo wissenschaftlich fundiert Diskussionen, Phänomene dargestellt werden und dann einfach auch eingeladen wird, sich mit diesen neuen Phänomenen, mit diesen Perspektiven zu beschäftigen, um dann eben sozusagen auch gewisse Entscheidungen in der Zukunft treffen zu können. Gut, dann mache ich so ein bisschen einen schnellen Ritt durch die Ausstellung und beginne mit einem Bild vom Eingangsbereich der Ausstellung. Ist jetzt ein bisschen von der Seite aufgenommen, aber so ungefähr würde sich das darbieten, wenn Sie dann demnächst in die Ausstellung kommen. Wir haben eine Landschaft mit über 1000 Papierblumen, zu denen ich dann am Ende noch mal was sage, die sie empfängt, über die sie eigentlich ins Anthropozän eintreten und dann auf dieser Landschaft unter anderem diesen großen Medienwürfel, den Sie da rechts im Bild sehen, mit über 61 Monitoren, der sozusagen die Einführung ins Anthropozän bietet. Das ist natürlich auch immer eine Überlegung, wie können wir eigentlich in so ein Thema einführen, was ja zunächst auch mal einen sperrigen Begriff hat, wo man auch erstmal wissen muss, was könnte das potenziell sein, wenn man das noch nie vorher gehört hat. Und das ging mir am Anfang auch so. Es gab auch mal den Tag, wo ich zum ersten Mal das Wort Anthropozän hörte. Da muss man natürlich erstmal schauen, wie kann man die Inhalte, die Phänomene des Anthropozäns vermitteln. Und neben vielen anderen Inhalten, die es auf diesem Würfel noch zu entdecken gibt, haben wir als Hauptteil eben einen großen Monitor mit 20 Clips. Und da konzentrieren wir uns eigentlich zunächst mal auf die Darstellung von einfachen, in Anführungsstrichen einfachen, also in der Darstellung einfachen Phänomenen des Anthropozäns. Also da werden so Themen behandelt wie Klimawandel, Ressourcenverbrauch, Landwirtschaft, und diesen Clip würde ich Ihnen gleich ganz kurz vorspielen, aber auch Themen, die mit dem Anthropozän zusammenhängen und sozusagen diese Interdisziplinarität darstellen, also zum Beispiel auch Themen wie globale Ungerechtigkeiten, gerade als Konsequenz des Klimawandels, das kennen Sie alle, der Klimawandel hat oftmals regional oder dann eben global gesehen sehr unterschiedliche Auswirkungen. Auch mit solchen Themen beschäftigen wir uns da, um erstmal so die Bandbreite des Anthropozäns darzustellen. Und weil ich das gerne jetzt aufgreife, dass Anthropozäne im Sinne von einer Globalisierung, zum Beispiel auch einer Globalisierung der Sprache, wo eben Englisch zu einer ganz wichtigen Kommunikationsform oder Sprache eben geworden ist. Es werden auch so Themen angesprochen wie möglicher Sprach- und Kulturverlust, also wirklich auch solche Tendenzen, die mit einer Globalisierung, einer kulturellen Globalisierung einhergehen, aber dann eben auch mit einer Vereinheitlichung von Phänomenen im Anthropozän, sozusagen die Kehrseite, vielleicht ein möglicher Kultur- und Sprachverlust. Und um das zum Beispiel darzustellen, haben wir auch eine Darstellung von verschiedenen anthropozänen Zitaten und haben da viele Unterstützung bekommen von vielen, vielen Menschen, die sehr viele unterschiedliche Sprachen sprechen, sodass wir da über 25 Sprachen, teilweise auch sehr seltene Sprachen abbilden können. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr anthropozänes Thema und geht natürlich weit über etwas Typisches wie Technik und Naturwissenschaft hinaus, was wir vielleicht sonst eher hier ins Zentrum stellen im Deutschen Museum. Dann zeige ich Ihnen jetzt erstmal den sehr kurzen Clip zum Thema Landwirtschaft. Das sind also wirklich sehr kurze Clips, die in einem Loop in der Ausstellung laufen. Was ich Ihnen mit diesem Clip eigentlich zeigen wollte, ist so ein Eindruck über diese Komplexität des Themas zu vermitteln. Also Landwirtschaft ist natürlich ein sehr wichtiges Thema insgesamt für globale Veränderungen. Sie haben gesehen, auch in 40 Sekunden kann man da sehr viele Phänomene mit hineinpacken, von Massentierhaltung
über die Düngeproblematik bei Monokulturen, bei industriellem Landanbau, aber auch sowas wie Züchtung, Gentechnik und solche Geschichten, die eben in industrialisierten Landwirtschaftsanbau ja meistens schon gang und gäbe sind und die natürlich viele Problematiken nach sich ziehen, die tatsächlich im Anthropozän globale Auswirkungen haben, weil wir eben nicht mehr auf regional begrenztem Raum agieren, sondern in vielen Fällen tatsächlich global agieren. Und das sieht man zum Beispiel an der Landwirtschaft sehr gut. Das ist sozusagen auch ein bisschen die Überleitung. Was sind so die Kernideen, wenn man sich mit dem Anthropozän beschäftigt in der Ausstellung? Und das sind eigentlich runtergebrochen zwei Botschaften, die wir haben und die wir versucht haben in der Ausstellung über die einzelnen Exponate, über die Angebote, die wir da machen, über die Modelle, über die Filme, immer wieder deutlich zu machen. Das ist zum einen überhaupt die Annahme oder die Feststellung, dass das Anthropozän da ist. Also ungeachtet der Frage, wie jetzt zum Beispiel diese geologische Debatte wirklich sich weiterentwickeln wird, ist, glaube ich, unbestritten, dass das Anthropozän, das heißt die Tatsache, dass wir Menschen tatsächlich sehr tief in Erdsysteme eingreifen und das in einer Form tun, wie wir es vor 200, 300 Jahren noch nicht getan haben, das ist für uns eigentlich relativ deutlich und kann man an verschiedensten Phänomenen darstellen. Und das andere, was uns sehr wichtig ist, ist sozusagen die Aussage, du bist Anthropozän. Also jeder von uns ist auch tatsächlich angesprochen. Jeder von uns hier im Raum ist Teil dieses Anthropozäns und gestaltet es letztlich. Das kann auch heißen, eine Gestaltung ist auch dann, findet auch dann statt, wenn man vielleicht ganz bewusst sagt, ich möchte mich eigentlich gar nicht beteiligen, ich tue nichts. Auch dann gestaltet man letztlich das Anthropozän. Also das sind sehr basale Aussagen, die aber für ein Verständnis des Anthropozäns und wie wir Menschen tatsächlich aufs Erdsystem wirken, ein guter Start sind und wichtig sind und die sich dann in der Ausstellung immer wieder in einzelnen Themen dann zeigen. Also eine wichtige Feststellung fürs Anthropozän, habe ich gesagt, ist eben, dass die Auswirkungen global sind, dass sie eben auch sehr langfristig sind in vielen Bereichen und beschleunigt. Auch das hatten wir schon angesprochen. Hier sehen Sie jetzt ein zweites Bild auf dieses große Objektregal, was Sie auch im ersten Bild von der Ausstellung schon haben sehen können. Das ist sozusagen der zweite große Bereich der Ausstellung. Ein 20 Meter langes, 3,50 Meter hohes Objektregal aus Pappe. Nicht gänzlich aus Pappe, aber zumindest verkleidet aus Pappe. Das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Auch das ist vielleicht interessant zu wissen. Natürlich überlegen wir uns in Zusammenarbeit mit unseren Architekten und Gestaltern, was für Materialien verwenden wir, welche Architektur verwenden wir eigentlich, die da mit den Inhalten zusammengeht, die auch unsere Botschaften rüberbringen. Und das sieht man, glaube ich, bei der Ausstellung sehr gut, dass da einfach viel mit eingeflossen ist, dass auch die Zusammenarbeit, die kuratorische Zusammenarbeit mit den Gestaltern da sehr gut funktioniert hat. Und dieses Regal ist eben nicht ohne Grund aus Pappe, sondern symbolisiert auch eben diesen offenen Charakter des Anthropozäns, das nicht abgeschlossene, das noch zu schreibende, die noch zu schreibende Geschichte des Anthropozäns. Weshalb Sie eben da auf der Oberfläche auch die Texte etwas anders vorfinden als üblicherweise. Die sind von einer Kalligrafin handgeschrieben. Und das sind sowohl die Objekttexte als auch Grafiken, die nochmal die Verbindung von verschiedenen Objekten darstellen. Und was wir eigentlich dort in dem Regal zeigen, sind 12 Objekte oder Objektgruppen, die so Schlüsseltechnologien darstellen auf dem Weg ins Anthropozän. Also die angesprochene Landwirtschaft, zum Beispiel vertreten durch einen Landsbulldog vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann solche Dinge, wie Sie es hier oben sehen, ein Modell von einer Dampflokomotive oder eine Glühbirne. Die ist deshalb so groß, weil es für die Flugplatzbeleuchtung war, 10.000 Watt hatte, die für die Elektrifizierung steht, auch letztlich erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Die, wie Sie wissen, sozusagen der Startschuss war auch im Haushalt dann für weitere Technisierungswellen, die dann, wir haben es schon angesprochen, ab den 50er Jahren vor allen Dingen in dieser Zeit der großen Beschleunigung natürlich eine Konsumgesellschaft hat entstehen lassen, die viele Phänomene, was Ressourcenverbrauch zum Beispiel angeht, auf eine ganz andere Ebene gebracht hat, weshalb wir eben heute überhaupt über das Anthropozän sprechen.
Hier haben Sie mal so ein Beispiel von so einer Grafik, die Sie dann eben auf diesem riesigen Regal entdecken können. Und tatsächlich bei 20 Metern können Sie da wirklich entlang gehen und sich ganz viel anschauen. Grafisch umgesetzt hier mal die Entwicklung des Eisenbahnnetzes, also auch die Überlegung, sich die Technologien mal anzuschauen, was da auch sozusagen nicht nur der technische Hintergrund war, sondern wie das wirklich die Erde, in diesem Fall auch die Erdoberfläche, verändert hat. Sie sehen also diese Entwicklung von 1840 bis 2009, die Länge des Schienennetzes auf der ganzen Erde. Und dann in dieser letzten rechten Darstellung sozusagen dieses Wollknäuel, umgerechnet die Länge des Schienennetzes 2003, würde dazu reichen, 28 Mal die Erde zu umrunden. Das ist eine ziemlich stolze Zahl, wenn man das vergleicht mit 1840. Da war es 0,2 Mal. Also auch das eine gewisse Beschleunigung innerhalb von 163 Jahren, wo man relativ gut sehen kann, wie wir einfach in den letzten 200 Jahren Technologien entwickelt haben, die sehr rapide unsere Erde auch verändert haben. Dann dürfen Sie einmal sozusagen tatsächlich ein bisschen hinter die Kulissen schauen, in dem Sinne, dass das ein Architekturplan ist, den Sie natürlich so in der Ausstellung nicht zu sehen bekommen. Warum ich den zeige? Hier sieht man ganz schön das Konzept auch der Ausstellung. Vorne haben wir eben diese Landschaft und dieser braune Riegel links ist eben dieses Objektregal. Und dann sehen Sie sechs große Themeninseln. Und diese Themeninseln, auf die ich jetzt gleich noch eingehe, wenn man die von oben betrachtet, sehen sie eben quasi aus und passen sie auch so zueinander wie ein großes Puzzlestück. Also würde ich alle sechs zusammenstecken, hätte ich eben ein passendes Rechteck. Insofern kann man sie einerseits als Puzzlestücke sehen in einem sehr voneinander abhängigen System. Auf der anderen Seite auch ein Stück weit wie die Kontinentalplatten. Insofern auch so ein bisschen die Anspielung natürlich auf diese erdgeschichtliche Komponente des Anthropozäns. Und für uns war das natürlich ein gutes Konzept. Wir haben sechs Themen ausgewählt, anhand derer wir dann das Anthropozän ein bisschen näher darstellen. Und insofern, wenn Sie dann in die Ausstellung gehen, können Sie sich jede einzelne anschauen. Sie können sich aber auch Ihre Favoriten rauswählen von den Themen her und jede für sich entdecken. Man muss nicht alle sehen, auch wenn Sie nur auf eine gehen, erfahren Sie viel über das Anthropozän. Wenn Sie aber mehrere entdecken, werden Sie auch Wechselbeziehungen und Überlappungen erkennen, weil eben das Anthropozän ein sehr systemischer Zusammenhang ist, wo man selten davon sprechen kann, dass es Grenzen gibt, außer man spricht davon, dass man sie überschreitet. Ich würde jetzt ganz kurz so ein bisschen Ihnen ein paar Bilder zeigen aus der Ausstellung und auf ein paar dann ein bisschen näher eingehen. Hier haben wir einmal ein Bild der ersten Insel zum Thema Urbanität und Ressourcen. Da geht es eigentlich so ein bisschen um die Fragestellung, Urbanität ist jetzt kein ganz neues Phänomen, gibt es eigentlich, seit es den Menschen gibt, auf eine gewisse Art und Weise zumindest. Urbanität im Anthropozän ist allerdings auch wieder eine Frage des Levels oder des Ausmaßes, denn man kann letztlich davon sprechen, dass sozusagen die Erde zu einer ganzen Stadt geworden ist im Anthropozän. Also selbst die Regionen, die noch vermeintlich ländlich sind, hängen irgendwie in urbanen Netzwerken mit drin. Das betrifft Produktionsabläufe, Stoffkreisläufe vor allen Dingen, die in der Stadt zusammenkommen, aber auch Geldflüsse natürlich, auch die sprechen wir hier an auf der Insel, und sowas wie Kreativität. Also auch das ist uns wichtig. Kreativität als nicht allein in urbanen Zentren stattfinden, im Gegenteil, aber doch vielleicht als ein Ort, wo Kreativität eben besonders häufig auch zu Lösungen, zu Ideen führt. Und in der Ausstellung finden Sie die unterschiedlichsten Produkte und Ideen zum Thema Recycling und das eben aus der ganzen Welt. Also das wurde schon angesprochen, da auch der Versuch, ein bisschen aus unserem westlichen sozusagen Rahmen herauszukommen und auch mal ganz andere Projekte vorzustellen. Zum Beispiel finden Sie da einen Schuh einer Firma aus Australien, der aus Känguru- und Krötenleder hergestellt wird, weil eben beides, auch Kängurus inzwischen, aber vor allen Dingen diese Kröte, als invasive, sehr lästige Art in Australien gesehen wird. Und es dort eben ein Projekt gibt, diese Tiere sozusagen wenigstens zu nutzen, um daraus
Turnschuhe zu machen. Und das ist natürlich aus unserer Sicht auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das ist eine interessante Komponente, auch kulturell, interkulturell über solche Lösungsansätze nachzudenken. Bei der zweiten Insel zum Thema Mobilität, auch da sind wir ein bisschen anders. Ich habe schon angekündigt, als vielleicht üblicherweise im Deutschen Museum. Da geht es nämlich eigentlich nicht um Flugzeuge und Eisenbahnen und Schiffe. Sie werden zwar angesprochen, weil das natürlich die Technologien sind, die uns eigentlich erst befähigt haben, auch tief in die Erdsysteme einzugreifen oder im Fall von Mobilität uns eben erlauben, um den ganzen Globus zu reisen. Aber wir bürsten das Ganze ein bisschen gegen den Strich und beschäftigen uns da eigentlich mehr mit der Fragestellung, was denn mit uns reist. Denn tatsächlich haben wir ganz viel in Bewegung gebracht und am Thema invasive Arten, also Tiere und Pflanzen, die mit uns reisen, die dann in einem neuen Habitat, also oftmals auf der fast gegensätzlichen Seite des Globus, heimisch werden und dort eben sozusagen den Kreislauf oder das Ökosystem unter Umständen sehr langfristig und schwerwiegend durcheinander bringen. Das ist ein Phänomen, was es zwar schon mal gegeben hat, aber wo wir als Menschen ganz anders aktiv geworden sind und deshalb man schon davon sprechen kann, dass wir auch da in bestimmter Art und Weise zum Beispiel den Genpool verändern, indem wir diese Tiere und Pflanzen auf der ganzen Erde verteilen. Und auf diesem Bild sehen Sie eben die zentrale Installation, wo 10 dieser invasiven Arten vorgestellt werden. Es gibt dann auch naturkundliche Objekte dazu, tiefergehende Geschichten, sodass Sie auch genau erfahren können, was die Hintergründe genau sind. Die dritte Insel beschäftigt sich dann, und das ist wieder näher am Thema des Deutschen Museums, mit der Technik an sich, beziehungsweise auch mit dem Menschen und der Beziehung zwischen Mensch und Technik oder Mensch und Maschine. Sie sehen hier im Hintergrund einen Roboter aus den 60er Jahren oder einen Versuch sozusagen, einen Roboter zu kreieren, einer Eigenkonstruktion eines Wiener Konstrukteurs, wo eben anhand dieses Objektes auch die Frage ein bisschen aufgeworfen wird, wie weit wir im Anthropozän mit unserer Technik gehen wollen, gerade auch unsere Versuche, vielleicht uns selbst zu reproduzieren, künstliche Intelligenz herzustellen und so ein bisschen dieses uns sehr eigene Denken, dass wir das irgendwann mal schaffen können und auch der Wunsch, gleichzeitig auch immer so ein bisschen die Befürchtung, was passieren würde, wenn diese Maschinen vielleicht irgendwann die Kontrolle übernehmen. Und ein anderer Punkt, den wir dort ansprechen, das hat Herr Trischler auch schon gesagt, ist eben die Forschung zur Atomtechnik, also ausgehend von der Entdeckung der Kernspaltung, dann wirklich diese Ambivalenz dieser spezifischen Technik darstellend und vor allen Dingen auch die Relevanz für das Anthropozän im Rahmen der Diskussion, ob vielleicht die Radionuklide aus den Atombombentests seit den 50er Jahren tatsächlich vielleicht als der chemische Marker dann gelten werden, um das Anthropozän auch geologisch festzulegen. Und nicht ganz zufällig findet sich gegenüber von der Themenplatte zum Thema Mensch und Maschine die Themenplatte Natur, wo wir uns auch nochmal intensiv, obwohl natürlich die Natur generell eine Rolle bei dem Anthropozän spielt, eine sehr wichtige, wo wir uns nochmal intensiver mit der Frage beschäftigen, was ist für uns eigentlich Natur im Anthropozän? Wenn wir davon ausgehen, dass zwischen Mensch und Natur diese Grenze eigentlich von jeher nicht existent war, sondern wir sie so ein bisschen kulturell für uns fabriziert haben, was ist dann Natur im Anthropozän? Wenn wir schon so weit eingewirkt haben, finden wir Anthropozäne Natur schön? Wie gehen wir mit ihr um? Wie wird sie auch in der Zukunft aussehen? Und was Sie da oben rechts sehen, was da von der Decke hängt, ist eben ein Projekt einer niederländischen Künstler- und Designergruppe, wo es um die Frage geht, vor was wir uns eigentlich schützen müssen, vor welcher Form der Natur. Das ist also eine Notfalldecke, die Sie wahrscheinlich kennen. Das ist eine ganz normale, bekannte Notfalldecke, die es auch in Erste-Hilfe-Koffern und so weiter gibt, die eben erfunden wurde für die Raumfahrt vor allen Dingen, die hier künstlerisch umgedeutet wird, indem sie uns schützt vor einer von uns gemachten Natur. Also Sie sehen, Sie können es nicht wirklich sehen, also Attack,
Attacken von Drohnen, Schutz vor Elektrosmog, Schutz auch vor dem Kollaps der Finanzsysteme oder Schutz vor Überwachung durch unsere digitalen Systeme. Also sozusagen eine künstlerische Fragestellung, was für Natur schaffen wir im Anthropozän und inwiefern müssen wir uns dafür schützen? Das Thema Ernährung ist die vorletzte Insel. Da will ich Ihnen einfach einen kleinen Film zeigen von diesem Ernährungstisch, den Sie hier sehen, wo es um die Fragestellung geht, inwieweit einfach jeden Tag, wenn wir uns entscheiden, was wir essen, auch was wir trinken, aber vor allen Dingen, was wir essen, wir das Anthropozän eigentlich mitprägen, weil der Anbau, die Produktion, der Transport unserer Lebensmittel sehr anthropozän und sehr global ist. Und das haben wir an diesem Ernährungstisch anhand von 6 Nahrungsmitteln dargestellt. Und da zeige ich Ihnen einen dieser kurzen Clips zum Thema Schwein. Wir in Deutschland lieben das Schwein. Am liebsten sein Fleisch gebraten auf unserem Teller und das in großen Mengen. Und das Schwein liebt Getreide oder Soja, wodurch es schnell wächst. Für unsere Nutztierzucht bestellen wir über die Hälfte aller Ackerflächen in Deutschland mit Futterpflanzen. Weil das aber nicht ausreicht, lassen wir ein Drittel des Futters zusätzlich in Südamerika anbauen. Dort sind die ehemaligen Weideböden jedoch recht mager. Die Nährstoffe reichen für die Pflanzen nicht aus. Sie benötigen viel Kunstdünger. Auf Dauer laugt er den Boden dort aus. Ein ganz schön weiter Weg für das Futter vom anderen Ende der Welt bis in unseren Schweinetrog. Doch wo gegessen wird, wird auch ausgeschieden. Die Gülle der Tiere kann Felder düngen. Wird zu viel davon aufgetragen, gelangt es in Seen, Flüsse und das Grundwasser. Die vielen Nährstoffe lassen Algen wachsen. Das Wasser verliert Sauerstoff. Die Gewässer kippen um, faulen und machen ihre Organismen krank. Ein Nährstoffungleichgewicht ist die Folge. Im Anthropozän ist der weltweite Stickstoffkreislauf zunehmend gestört. Genau, soweit also eins der Beispiele. Auch das wieder nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dieser sehr großen Ernährungsinsel, wo wir ganz viele verschiedene Themen ansprechen, auch Projekte vorstellen, auch aus dem lokalen Umkreis. Insofern auf jeden Fall eine Insel, wo wir einerseits die sehr schwerwiegenden Phänomene darstellen, auf der anderen Seite auch versuchen, wirklich global Projekte vorzustellen, die sich mit möglichen Lösungsansätzen beschäftigen. Das war uns sehr wichtig. Abschließend dann noch die letzte Insel, da geht es ums Thema Evolution. Auch da ist, glaube ich, sehr einleuchtend, ist ein Thema, wo der Mensch definitiv schon sehr weit eingegriffen hat, schon mit alten Züchtungsmethoden bis hin zu modernsten Techniken, zum Beispiel natürlich bei der Gentechnik. Und das hat eigentlich 2 Seiten. Einerseits greifen wir in die Evolution ein, indem wir verändern, teilweise auch neu schaffen oder versuchen neu zu schaffen, Thema Cloning. Wir schaffen aber auch ab, das Artensterben und hier am Beispiel dieses gehäkelten Korallenriffs, ein Kunstobjekt, was wir ausstellen, wo wir natürlich auf diese Problematik des Artensterbens, in dem Fall Sterben der Korallenriffe, hinweisen. Ein Objekt ganz kurz, was Sie ganz am Ende der Ausstellung sehen würden, wenn Sie die Blickachse haben, vor der Fensterfront am Ende des Raums, sehr spannendes Objekt und auch Projekt der Long Now Foundation in San Francisco, die sich zum Ziel gesetzt hat, eigentlich ein Bewusstsein für lange Zeiträume zu schaffen, also sozusagen die langen Zeiträume der Geologie in die Vergangenheit, jetzt in die Gegenwart bzw. Zukunft zu bringen. Und eine Uhr bauen möchte, eine sehr große Uhr, die 10.000 Jahre laufen soll, ohne menschliches Zutun, die so konstruiert ist, dass sie auch nukleare Winter- oder Meteoriteneinschläge überstehen würde. Das hier sind Teile eines Prototypens, die wir bekommen konnten. Und was natürlich ein sehr symbolisches Projekt und Objekt ist, derzeit wird in Texas in der Wüste gebaut. Insofern bleibt abzuwarten, ob wir das noch erleben, dass die Uhr steht. Aber das Ziel ist natürlich sozusagen, diese anthropozänen Gedanken in die Zukunft, das lange jetzt auch irgendwie darzustellen.
Und zum Schluss kommen wir noch zur Zukunft. Auch die thematisieren wir im Anthropozän auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich wir nehmen das sehr ernst mit der Offenheit, beschäftigen uns zunächst mal mit vergangenen Zukünften. Und Sie sehen an diesen zwei Beispielen, dass da zum Teil sehr lustige Sachen bei rauskommen. Also Bill Gates hat 1981, immerhin ist jetzt nicht so lange her, noch von sich gegeben, dass 640 kW für jedermann genug sein sollten. Wenn Sie irgendwie mit Computern umgehen und so wissen, was inzwischen auf Festplatten passt, auch im normalen Haushaltsgebrauch, dann ist das schon sehr lustig. Genauso die Aussage unten zum Erdöl, dass damals noch 1806 als eine nutzlose Absonderung der Erde gesehen wurde, eine klebrige Flüssigkeit, die stinkt und in keine Weise verwendet werden kann. Ich denke, das muss man hier nicht kommentieren. So ist das manchmal mit den Zukunftsentwürfen. Da tappt man manchmal im Dunkeln, beziehungsweise auch in eine völlig falsche Richtung, weshalb wir explizit das ein bisschen anders gestaltet haben. Wir haben nämlich eine sehr offene Zukunft gestaltet. Da komme ich zurück, es schließt sich der Kreis zu den 1000 Papierblumen. Die sind eigentlich dazu da, dass die Besucher und Besucherinnen, also auch Sie, uns mitteilen, was Sie sich für die Zukunft im Anthropozän wünschen, was Sie sich vorstellen, was Sie vielleicht auch für Ängste und Befürchtungen haben oder vielleicht sogar ganz konkrete Vorschläge. Wenn Sie manchmal das Gefühl haben, Ihnen wird nicht zugehört oder Sie werden nicht gefragt, dort können Sie es auf jeden Fall aufschreiben. Wir sammeln das und werden das auch in kleine Büchlein binden und in der Ausstellung zur Verfügung stellen. Also wir möchten da wirklich eine offene Diskussion in der Ausstellung selbst haben, über diese Papierblumenlandschaft, die Zukunft, die sich da eben gestaltet. Gut, dann würde ich jetzt noch mal übergeben an Herrn Trischler. Genau. So, wir haben von der großen Beschleunigung geredet. Ich glaube, ich muss den Vortrag beschleunigen. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit und wir werden gar nicht mehr abwechseln, sondern ich werde jetzt versuchen, rasch zu Ende zu bringen, Ihnen ein paar Produkte vorzustellen, die wir begleitend zu dieser Ausstellung gemacht haben. Das ist dieser Comic hier, Anthropozän Comic, 30 Meilensteine auf dem Weg in ein neues Erdzeitalter. Der resultiert daher, dass wir uns überlegt haben, wie können wir denn dieses Haus hier, das ein Haus des Anthropozän ist. Das gesamte Deutsche Museum stellt das Anthropozän aus, wenn wir davon ausgehen, dass die Industrialisierung im Wesentlichen das Erdzeitalter des Menschen, das Menschenzeitalter hervorgebracht hat. Dann ist der Rest des Hauses das Anthropozän. Wie können wir das einknüpfen mit der und verknüpfen mit der Sonderausstellung? Da haben wir eine Gruppe von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin an der Universität der Künste, ja, so die Aufgabe gegeben, sich zu überlegen, von 30 Leitobjekten, die wir aus dem Deutschen Museum vorgegeben haben, Gedanken zu machen, wie man denn die umsetzen kann in einen Comic. Und Comic steht jetzt weniger für lustig und komisch, und sondern witzig, sondern eher für nachdenklich, ja, für visuelle Umsetzung und auch künstlerische Freiheit damit verknüpfend. Und diese Objekte, die wir jetzt hier haben, sei es die Entdeckung der Röntgenstrahlen oder sei es die erste Dieselmaschine oder die Apollo-Kapsel, das sind unterschiedliche Objekte, die in den Dauerausstellungen sind. Und den Comic, der ist dann auch jeweils an dem Ort des Objektes und verknüpft diese 8 Bildergeschichten mit einer Story, die in künstlerischer Weise sich die Freiheit nimmt, dass die anthropozäne Perspektive auf ein solches Thema, das wir gewöhnlich mit anderen Phänomenen verbinden, neu zu entdecken. Das ist ein Produkt, das wir da geschaffen haben. Ich glaube, so ein Comic haben wir bisher im Deutschen Museum nicht gemacht. Ist aber, glaube ich, schon ein interessantes Produkt. Und Sie haben ja die Möglichkeit, sich das anzusehen, sowohl jetzt als Büchlein hier, als auch auf unserer Webseite des Deutschen Museums auf Deutsch oder auf der Webseite des Rachel Carson Centers auf Englisch. Können Sie sich da auch runterladen und sich die Comics im Einzelnen anschauen. Den Katalog können Sie natürlich auch erwerben, der einen breiten Essay-Teil hat, in der nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen auf das Anthropozän geworfen werden, aber eben auch die Ausstellung dokumentiert wird. Wir werden in unserem Montagskolloquium, wir haben im Sommersemester das Thema Anthropozän als übergreifendes Thema haben. Wir haben das ganze
naja, oder große Teile unseres Bildungsprogramms im Deutschen Museum auf das Thema abgestellt. Gleich am ersten Wochenende, vorletztes Wochenende, gab es ein Eltern-Kind-Bastel-Workshop zum Anthropozän und viele, viele weitere Aktivitäten werden in den nächsten anderthalb Jahren zu dem Thema sein. Diese Lyrikvorlesung am Welttag der Poesie am 21. März nächsten Jahres werden wir zum Thema Anthropozän gestalten. Es gibt das klassische Angebot der Gruppen- und Rote-Punkt-Führung, ein Bildungsheft für Schulen und, sodass das eine lebendige Ausstellung bleiben wird und Ihnen auch immer die Möglichkeit geben soll, sich in unterschiedlicher Weise einzubinden. Einiges habe ich noch nicht erwähnt, was wir am Rachel Carson Center machen, die Green Visions Dokumentarfilmserie im Gasteig. Vielleicht hat sie schon der eine oder andere von Ihnen auch entdeckt. Da geht es um Dokumentarfilme zu unterschiedlichen Themen, die wir seit 8 Semestern durchführen. Und das Thema Anthropozän hat jetzt im Oktober begonnen, führt uns über die nächsten 2,5 Jahre mit monatlich mit einem Film durch dieses Thema. Der nächste Film ist zu diesem Thema Surviving Progress. Und dann dieses Anthropocene Cabinet of Curiosity, das stammt von einer gemeinsamen, Sie kennen vielleicht das Format des Poetry Slams, ja? Und das haben wir jetzt mal gemacht mit Objekten des, ja, aus der Technik heraus, einen solchen Slam, also wo in dem Fall Studierende, Wissenschaftler aus aller Welt vorgetragen haben, in einer Performance von 10 Minuten, welche Themen Sie mit einem Objekt verbinden und was Sie daraus ja, an Perspektiven entwickeln. Und die Ergebnisse werden wir auch in der Ausstellung ausstellen, also ganz konkret auch ansprechen. Ein Beispiel dazu. Wir haben Kinder eingeladen zu Bastelworkshops, deren Ergebnisse dann auch in der Ausstellung zu sehen sind. Hier sehen Sie ein solches Ergebnis. Und das führt mich zu meinem allerletzten Punkt hier, weiterführende Perspektiven. Es wird eben eine lebendige Ausstellung bleiben, eine ganze Reihe von auch von internationalen Konferenzen, die wir veranstalten, zum Beispiel mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker, die uns gebeten haben, das Thema nochmal aufzugreifen und zu fragen, welche Rolle denn die Chemie im Anthropozän gespielt hat, spielen wird, spielen soll, welche Probleme damit verbunden sind etc. werden wir im Mai nächsten Jahres machen. Oder heute bin ich mit dem Präsidenten des Club of Rome durchgegangen, hier durch den Raum und durch die Ausstellung, der sich sehr dafür interessiert hat, mit uns zu kooperieren, weil das eben Themen sind, die so sehr am Puls der Zeit sind und ja, viele Partnerschaften des Deutschen Museums und des Rachel Carson Centers ermöglichen werden. Und für das Deutsche Museum ist es ja so eine Art von Labor auch, Experimentallabor, mit neuen Formen der Bildung, der naturwissenschaftlich-technischen Bildung zu arbeiten, zu experimentieren. Manche davon habe ich genannt. Und dann ist es für uns auch Impulsgeber für die Neugestaltung der Dauerausstellung. Sie wissen das als Vielfachtäter vielleicht des Deutschen Museums in dem Sinn, dass sie uns häufiger besuchen, dass wir im Umbruch uns befinden und die Ausstellung im Laufe der nächsten Jahre bis 2025 im Grunde alle neu gestalten werden. Ab Herbst nächsten Jahres werden 40% der Ausstellung geschlossen sein, einschließlich der Luft- und Raumfahrthalle in diesem Transformationsprozess des Museums. Und da sind wir aktuell dran, viele, viele Themen neu zu erarbeiten, sei es Elektronik, wie Frank Dittmann hier vorne die Ausstellung kuratieren wird, aber auch das Thema Ernährung, globale Ernährung, Landwirtschaft und Ernährung und. Und für diese Themen, die alle auch anthropozäne Themen sind, soll diese Ausstellung auch Impulse geben, weiterzudenken, manches zu vielleicht auch Experiment zu machen, was nicht so gelungen ist. Und da sind wir dann wieder sozusagen auf Ihre Resonanz gespannt und werden auf Sie zurückkommen über Besucherbefragung, um zu sehen, was da ankommt, was weniger gut ankommt. Und mein allerletzter Punkt, habe ich noch nicht hier genannt, weitere Ausstellungs- und Forschungsprojekte, die wir damit verbinden, die uns das Thema weiterdenken lassen und in vielerlei Hinsicht bearbeiten lassen. Wir sind Mitglied in dieser Anthropocene Working Group, diesen Anthropocene Curriculum habe ich bereits genannt und. Weiterführende Forschungsprojekte, die wir teils schon beantragt und teils genehmigt bekommen haben, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, sodass das auch von daher eine Ausstellung ist, die im Fluss bleibt und auf Resonanz angewiesen ist und Sie einlädt zum Mitdenken und Weiterdenken und
In dem Sinne darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Ihren Besuch der Ausstellung.